Freunde, heute werden wir die sicherste Familienuntergrundbasis bauen, zusammen mit meiner Familie. Was glaubt ihr ist am Start? Und das kleine Okri-Baby. Okay, Familie, hört mir zu. Wir müssen besser sein als die Familie dort vorne. Die schmieden schon einen Plan, ich seh's doch. Was machen die dort vorne? Das ist Billys Familie. Aber bin ich adoptiert? Sohnemann, es ist eine lange Geschichte. Wir können jetzt nicht darüber reden, denn wir müssen jetzt Okris Familie besiegen. Du wirst meine Familie niemals besiegen. Oh ja, wir sind die Besten und wir können richtig gut bauen und unsere Basis wird viel sicherer als die von euch. Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden unser ganzes Pupsi benutzen, um euch zu besiegen. Pupsi? Mit Pupsi willst du uns besiegen, Billy? Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Die, komm, wir lassen die in Ruhe, die stinken eh alle. Ja, ich stink nach Pups. Oh ja, das ist kein Gestank, das ist ein wunderschöner Duft. Nein, ist es nicht, Billy. So, komm mit. Okay, ja. Baby. Weißt du was? Kannst du schon bauen? Papa, was ist bauen? Ja, so Blöcke in die Hand nehmen und so platzieren. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, das habe ich doch nicht in der Schule gelernt. Was machen wir jetzt? Egal, Uchi, ich helfe dir beim Bauen. So, ihr nehmt alle was in die Hand. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, lass uns direkt starten, weil wir haben nicht viel Zeit übrig. Wir haben vielleicht 20 Minuten, deswegen müssen wir uns beeilen. Oh ja, und in der Zeit müssen wir alles richtig sicher machen und einrichten. Ganz genau, dann würde ich sagen, fangen wir hier vorne an mit dem Uchri-Baby. Und das ist unsere sichere Basis. Schaut euch das an, hier unten sind einfach Statuen, aber die seht ihr nicht, die sind unter der Erde. Papa, Mama, ihr schafft das! So, Uchri-Baby, weißt du, was du so lange machen kannst? Was denn, Papa? Hier vorne auf den Trampolin springen, let's go! Ja, das macht so viel Spaß, ihr seid die besten Eltern. Und jetzt gewinnt, damit unsere Familie nicht ihre Ehre verliert. Oh ja, du hast recht. Ja, komm mit. Wir müssen fleißig arbeiten jetzt. Ja, wir müssen gegen die stinkende Billy-Familie gewinnen. Okay, es geht hier runter, Freunde, schaut euch das mal an. Hier vorne ist einfach eine Statue unter dem Boden, wie gesagt. Aber Leute, bevor wir hier reingehen, dir sollten wir das hier nicht ein bisschen sicherer machen? Ich meine, der Eingang ist ja voll unsicher, oder nicht? Ja, du hast recht. Bevor wir alles einrichten, müssen wir hier eigentlich ein bisschen was sicherer machen. Ja, weil sonst kommt man da viel zu einfach rein. Wie wär's, wenn wir hier vorne so eine geheime Falltür uns schnappen, wie zum Beispiel die hier? Secret Trapdoor. Boah, die ist krass. Aber am besten so eine Secret Iron Trapdoor. Und die platzieren wir jetzt hier vorne. Guck dir das an. Boom, boom, boom. Und zack, jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Und wie kommen wir jetzt rein, Okri? Das weißt du nicht, aber ich weiß es. Warte, ich zeig's dir. Wir brauchen eine Druckplatte. So, wir brauchen eine verstärkte Druckplatte. Haben wir hier eine? Oh ja, die sehen cool aus. Die sehen cool aus, Leute. Wir schnappen uns hier diese Holzdruckplatte. Mangrovendruckplatte. Okay, können wir die hier platzieren? Ups, ich glaube, wir können die gar nicht platzieren. Wir müssen das hier wegmachen, dann können wir die platzieren. Und ja, es funktioniert. Aber ich würde sagen, wir wollen das Ganze hier, dass es sich andersherum öffnet. So, so ist gut, Leute, ja. Und jetzt kann man hier rein. Schau dir das an, hier, wie cool ist das denn? Wird es ja unten, bumm. Und jetzt gehen wir schnell rein und dann sind wir durch. Wow, also haben wir jetzt einen geheimen, sicheren Eingang. Oh ja. Jetzt müssen wir das Gleiche nochmal auf der anderen Seite machen. Ich würde sagen, einmal hier, bumm, einmal hier. Und dann können wir das Ganze hier einmal zumachen. Und jetzt kommen die Druckplatten hin und zack, schon geht's auf. Lass es jetzt rein, Dia. Oh ja, lass mal schauen, was unten drin ist. Ich glaube, hier ist einfach alles voller Diamanten, weil unsere Familie ist ja die Diamantenfamilie. Oh ja, unsere Familie liebt Diamanten. Über alles, Freunde. Deswegen würde ich sagen, lass uns anfangen zu bauen. Wo sollen wir anfangen? Unten bei den Füßen? Ja, komm, lass uns unten anfangen. Okay, was sollen wir hier vorne in dieses kleine Zimmer hier reinmachen? Das sind ja die Füße oder die Beine hier von Uchri, Baby. Hier, die sind ja voll winzig. Was sollen wir hier überhaupt reinmachen? Ich habe da so eine Idee. Was für eine Idee denn? Schau selber, Okri. Wir machen hier unten die Toilette hin. Hier, zack. Genau, da wo es stinkt, die kann hier unten hin, die Toilette. Und dann muss man hier immer runter, um zur Toilette zu gehen. Und wie kommt man da immer runter und hoch? Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Ja, lass uns so einen Aufzug oder sowas bauen. Leitern sind langweilig. Ich würde sagen, ich habe eine richtig gute Idee. Lass uns so ein Trampolin machen, aber kein normales Trampolin. Wir bauen eins selber. Wir benutzen dafür Schleimblöcke. So, und wo haben wir unsere Schleimblöcke? Oh, genau hier vorne haben wir unsere Schleimblöcke, Leute. Let's go. Die werden wir hier vorne einmal platzieren. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, wir müssen einen Kolben natürlich benutzen, damit wir die Schleimblöcke hier vorne einmal aktivieren können und nach oben schießen können, ja? Da muss man jedes Mal hier vorne so hochgehen. Haben wir irgendwie coole Treppen, die wir benutzen können? Lass uns hier vorne die Quarztreppen benutzen. So, boom. Und dann geht man hier so hoch und dann kann man hier drauf. Und dann, Leute, muss man nur noch den Knopf drücken, den wir jetzt hier befestigen werden. Hier, schau mal, wir platzieren hier so einen richtig coolen Knopf, einen Steinknopf. Und jetzt können wir jetzt da hoch und oh, hat ja toll funktioniert. Wow. Ich glaube, mein Trampolin funktioniert nicht so ganz. Ah, das kann sein. Vielleicht da unten platzieren. Schau mal, okay. Und? Funktioniert auch nicht. Warum funktioniert es denn nicht? Vielleicht, weil der Slime-Block hier mit den anderen Sachen verbunden ist. Das kann sein, oder? Dann lass uns das mal hier vorne einmal ersetzen mit Obsidian, okay? Oder mit verstärktem. Warte, wir schnappen uns schnell verstärkten Diamantenblock. Leute, Diamantenblöcke sind leicht und ich glaube, die können Blöcken und von Slimes bewegt werden. Deswegen müssen wir, glaube ich, hier vorne überall schweren Diamantenblock. Oh, jetzt funktioniert es. Siehst du das? Guck mal, wir müssen hier überall alles aus verstärkten Diamantenblöcken machen. Das sind Diamantenblöcke, die sehen so ähnlich aus wie Diamantenblöcke, sind aber ein bisschen stärker als normale
Diamantenblöcke. Schaut euch das an. Und jetzt können wir hier vorne das Trampolin benutzen. 3, 2, 1 und ja, es boostet einen nach oben. Sehr gut, Leute. Können wir auch den Knopf 4 platzieren? Ja, können wir tatsächlich. Würde ich sagen, gehen wir hoch und jetzt lass uns das ausprobieren. Das ist einfach so ein cooler Weg, um hochzukommen. Ein richtiger Aufzug. Der schnellste Aufzug der Welt. Und 3, 2, 1 und boom. Bruh, wir sind nicht hoch genug geflogen. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir das 1 noch höher bauen, oder? Oder wir tun einfach hier vorne das 1 weniger, 1 runterbauen. So, zack, zack, zack. Hier vorne muss ein Diamantenblock hin. Und jetzt 3, 2, 1 und ja, es funktioniert perfekt. Oh Mann, du bist so clean da drauf gelandet. Ja, ganz genau. Okay, dir, weißt du was? Jetzt müssen wir eigentlich noch ein Zimmer für uns alle bauen. Hier vorne ist ja der Ausgang und da hinten ist der Eingang. Was ist hier vorne? Ja, ich würde sagen, hier kommt Okri-Babys Zimmer rein. Hier in das kleine, in das Köpfchen von ihm. Okay, dann würde ich sagen, holen wir mal kurz Okri-Baby. Wir gehen hier einmal durch. Zack. Okri-Baby, was geht ab? Papa, ich habe so viel Spaß. Nice, Sohnemann. Ey, Sohnemann, weißt du was? Willst du vielleicht mal dein Zimmer einrichten? Oh, Papa, das wäre sowas von cool. Let's go. Aber, Papa, ich habe ein Problem. Wie bist du so hoch gesprungen? Tja, ich habe halt Tricks drauf. Aber das einzige Problem ist, ich habe keinen Kreativmodus. Oh, Mann. Oh, nein. Ey, Freunde, ihr müsst alle jetzt ein Like da lassen und ein Abo, damit der kleine Sohnemann das Admin-Werkzeug bekommt und mit diesem Admin-Werkzeug auch in den Kreativmodus gehen kann, um sein Zimmer einzurichten. Ja, kommt schon, Leute, lass ein Like da und ein Abo, damit ich dieses Admin-Werkzeug bekomme. Eigentlich dürfen das Kinder unter 3 Jahren nicht bekommen, aber wir werden es ihm geben, Leute, wenn jetzt alle ein Like da lassen, ein Abo. Let's go, Freunde. 3, 2, 1. Wow, so viele Likes und Abos. Hier, ich würde sagen, nimm das Werkzeug. Danke, Papa. Kann ich jetzt wirklich mein Zimmer einrichten, damit Kreativmodus? Ja, es müsste funktioniert haben. Wenn jetzt alle ein Like da lassen haben, dann funktioniert es. So, und? Haben alle ein Like gelassen? Ja, es funktioniert. Ja, danke euch, Leute. Dann würde ich sagen, rein da. Let's go. Ey, aber weißt du was? Du musst hier vorne rein, in den Kopf, der ganz oben ist dein Zimmer. Oh ja, und hier, Sohnemann, kannst du dein Zimmer einrichten. Und weißt du was? Das muss richtig cool sein, denn es muss cooler sein als das Kind von Billy, ja? Das Kind von Billy darf nicht so ein cooles Zimmer haben wie du. Okay, dann werde ich es richtig gut einrichten. Schaut selber. Okay, Baby, du musst coole Sachen benutzen, nicht nur ein einziges Bett. Ja, mach dir von mir aus ein Gaming-Setup alles, was du willst. Ja, ich mache mir so viele coole Sachen. Ihr werdet gleich schon sehen, es wird sich richtig cool aussehen am Schluss. Okay, bis später. Okay, alles klar. Dann will ich sagen dir, wo ist dein Zimmer? Das hier vorne? Ja, ich nehme das unter Okay, Baby. Und du nimmst das ganz unten. Okay, dann nehme ich das... Warte mal, lass uns doch einfach zusammen in ein Zimmer gehen, oder? Stimmt, wir sind ja eine Familie. Okay, dann würde ich sagen, haben wir da oben das Kinderzimmer. Und hier ist das Wohnzimmer und hier ist unser gemeinsames Zimmer. Okay, okay, dann lass uns hier vorne ein Bett hinbauen. Das ist dein Bett und das ist mein Bett? Oh ja. Aber wir schaffen das zusammen, ist dir schon klar? Ja, wir sind doch eine Familie. Oh Mann, Freunde, muss ich einfach eiskalt mit dir zusammen schlafen? Okay, dann würde ich sagen, wir schlafen zusammen hier in dem Bett nebeneinander. Aber Leute, was baut Okri-Baby hier vorne? Der baut einfach ein Gaming-Setup, wie nice. Papa, das wird so viel besser als das von Baby Billy, ich sag's dir. Okay, du musst ihm auf jeden Fall es richtig zeigen. Oh, guck mal hier, dir tut es schon richtig schön einrichten. Oh ja, hier vorne kommt noch so eine kleine Uhr hin. Okay, schau mal, wir haben schon 12 Uhr. Um 12.10 Uhr müssen wir fertig sein. Oh nein, das heißt, wir haben nur noch 10 Minuten. Leute, Beeilung! Aber dir, weißt du, was mir auffällt? Das gefällt mir nicht so. Warum ist hier eine rote Blume? Die rote Farbe mag ich überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, dir, wie konntest du eine rote Farbe platzieren? Wir sind doch die Familie Blau. Ich habe mich getäuscht in dir. Bist du etwa doch auf der Blacky-Seite? Wir brauchen hier so eine Orchidee. So, zack, blaue Orchidee. Nee, die ist auch nicht so schön. Ach, aber okay, warte mal, dann platzier du deine. So, boom, guck mal, die sieht viel schöner aus, oder nicht? Ja, da hast du recht. Oh, ist die für mich, Okri? Ja, ist sie, let's go. Gib mir einen Kuss, Okri, dafür. Nein, auf keinen Fall. So, schnell runter hier, Leute. Ganz schnell runter, ganz schnell runter, ganz schnell runter. Dreh durch, sie ist verrückt. Die ist verrückt geworden. Freunde, lass hier vorne eine Leiter platzieren. Weil die ist hier kaputt gegangen. So, zack. Und ich würde sagen, solange die das Zimmer alles einrichten, muss ich mich darum kümmern, dass es hier sicher genug ist. Und ich muss da unten noch irgendwas hinmachen. Ey, Leute, hier unten kommt die Kammer hin, ja? Hier unten, warte mal. Die Toilette ist noch nicht ganz fertig. Wir brauchen natürlich ein Waschbecken. Wir sind ja nicht Familie Billy, die hier, sich nicht wäscht oder so. So, hier haben wir ein Waschbecken. Lass das hier auf jeden Fall benutzen, Leute. Und zack, da kann man seine Hände auch schön waschen. Platzieren natürlich hier im Waschbecken ein bisschen Wasser. Und zack, 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 zack. Und Trampolin kann man auch immer noch benutzen. Sehr gut. Eine Dusche brauchen wir eigentlich auch hier, ne? Oh, schau mal, wir haben hier sogar eine Shower. Und haben wir ein Bad? Bath? Ja, wir haben sogar hier ein Bathtub. Okay, geil. Würde ich sagen, das Bad platzieren wir. Ich habe eine gute Idee. Wir machen die Toilette hier hin. Wir machen hier das Bad hin. Hier kommt so der Duschkopf hin. Kann man auch an- und ausmachen. Boah, wie nice ist das denn? Kann ich mich hier reinsetzen? Ich kann einfach duschen und baden hier vorne. Okay, das ist mal mega cool, Leute. Und wir brauchen natürlich noch unser Waschbecken. Und das kommt einfach hier vorne rein. So, sehr gut, Leute. Das ist so eine kleine winzige Toilette. Aber mehr Platz brauchen wir auch nicht. Und jetzt lass uns wieder hoch. Bam. Und wir gehen hier einmal rüber. Vor allem müssen wir uns echt beeilen, wie gesagt.
deswegen mal schauen, was wir hier reinmachen werden. Wir werden hier einen geheimen Raum reinmachen, okay, Leute? Dieser Raum ist geheim, deswegen werden wir hier vorne wieder geheime Blöcke benutzen, um hier reinzukommen. Am besten, wir benutzen halt diesmal solche Ghost-Blöcke einfach. Das heißt, wir können hier einfach direkt durch, zack. Wenn man hier hingeht, fällt man halt direkt durch. Oder warte mal, das ist nicht so gut, weil vielleicht fällt dann Ukri Baby da aus Versehen rein oder so. Das will ich auf keinen Fall, dass er da aus Versehen reinfällt. Deswegen machen wir hier vorne so eine Falltür hin. Boom, boom, boom. Oder Leute, noch besser, wir nehmen uns eine Sicherheitsfalltür, ja? Wir haben jetzt hier vorne so ein Nummernschloss uns geschnappt. Wir holen uns auch noch eine Scantür. Warte mal, wo haben wir eine Scantür? Hier vorne, let's go. Und die brauchen wir später auch noch. Aber erstmal, Leute, werden wir hier vorne ein Nummernschloss platzieren, ja? Ich würde sagen, das hier bauen wir so zu. Zack, 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 zack. Und dann kommt hier vorne einmal das Nummernfeld hin und die verstärkte Eisentür. Und das Passwort ist... es ist so schwer, mir irgendwas einzufallen, deswegen tippe ich irgendwas ein. Und 3, 2, 1. Okay, was haben wir eingetippt? 2, 3, 8, 7. Okay, merkt euch das, Leute. Das ist mein Passwort. 2, 3, 8, 7. Ich darf das nicht vergessen. 2, 3, 8, 7. Falls ich vergesse, dann schreibt es mir in die Kommentare nochmal. 2, 3, 8, 7 und speichern. Okay, was war das Passwort jetzt? Jetzt einmal eingeben. Oh, ich habe es vergessen. Nein, Spaß natürlich nicht. Ich bin doch nicht Billy. Und boom, rein da. Let's go. Okay, Freunde, wir haben jetzt den Code eingeben, sind jetzt hier in diesem Bereich. Und hier werden wir jetzt unseren Ausrüstungsstand und alles reinbauen. Unsere ganzen Waffen, die wir benutzen, um die Billy-Familie auszulöschen. Haha, wir werden den Krieg anzetteln. Aber das wissen die natürlich noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, hier vorne muss ja der Code auch nochmal rein, damit wir wieder rauskommen. Und der Code ist wieder derselbe. Was war denn nochmal? 2, 3, 8, 7. So, zack. 2, 3, 8, 7. Und die Falltür ist wieder offen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Ausgang, so wie davor, Leute. Aber diesmal benutzen wir hier vorne eine Leiter. So eine eiserne Leiter, die ist auch sicherer als die Holzleiter. Zack, zack, zack. Die ist auch nicht so einfach abzubauen wie die Holzleiter. Deswegen wird das hier auf jeden Fall nicht kaputt gehen. Jetzt haben wir ein Problem. So, man geht immer hier so rüber, wenn man den Code eingeben will. 2, 3, 8, 7. Und jetzt kann man schnell hoch. Ja, passt perfekt, Leute. Sehr gut. Lass uns wieder rein und alles einrichten dort drin. Haha, solange die sich um die Dekoration kümmern in unserem Zimmer, werde ich hier vorne eine Truhe platzieren mit den schlimmsten Waffen, um die Familie von Billy auszulöschen. Ha, 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 ha. Ich werde zum Superschurken, Freunde. Aber nur, weil die sich verdient haben. Denn ich werde hier gewinnen. Ich werde die coolste Familienbasis haben aller Zeiten. Staaten-Untergrundbasis ist das hier übrigens, Leute. Eine Statue unter der Erde und oben haben wir einen Kopf. Hier in die Truhe kommt einmal Ausrüstung. Für mich, für dir und für den kleinen Ukri-Baby. So, zack. Und wir schnappen uns erstmal eine Grappling Hook. Ja, das ist super wichtig, Leute. Bam. Dann schnappen wir uns vielleicht noch so ein Jetpack. Wo Jetpack brauchen wir nicht. Wir brauchen ein krasses Schwert, womit wir Billy besiegen können. Freunde, das ist die Ukri Team Blau Rüstung. Die ist richtig cool, Leute. Weil guck mal, was wir damit machen können. Und wir können einfach doppelt springen. Was, wie nice ist das denn? Okay. Und jetzt werden wir die Rüstung hier reinpacken. Boom, boom, boom. Die ist super cool. Wie gesagt, man kann damit einfach doppelt springen. Deswegen braucht jeder einmal einen Rüstungsteil von dem. Aber jetzt brauchen wir noch ein krasses Schwert. Okay, lass uns mal eingeben. Schwert und was richtig cooles raussuchen. Eisschwert haben wir hier. Oh, vereistes Drachenknochenschwert. Das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Das schnappen wir uns. Das packen wir hier rein. Oder haben wir auch so ein Sky-Schwert vielleicht? Sky? Ja, das passt denn dazu. Medium. Okay, dann packen wir uns diese Ausrüstung rein. Die ist sogar noch cooler, Leute. Mjolnir. Alter, was ist das für ein Hammer, Leute. Schaut euch den an. Wow. Wir haben auf jeden Fall richtig coole Ausrüstung schon mal drin. Und wir brauchen natürlich noch einen Bogen, Leute. Und ein Schild. Was haben wir hier? Eisbogen. Wir sind die Eis-Wasser-Familie. Unser Element ist Wasser, deswegen nehmen wir Eisbogen. Und ganz viele Pfeile brauchen wir natürlich auch. Und so, zack. Sie was? Wir nehmen sogar extra Damage-Pfeile, oder? Oder so Vergiftungspfeile. Pfeile des Schadens. Die machen nochmal doppelten Schaden. Das ist richtig OP. Jetzt fehlt noch eine Sache, nämlich das Schild für unsere Familie. Und was haben wir hier? Ein Diamanten-Rundschild. Ist das cool? Oh ja, das ist richtig cool. Jetzt packen wir auch hier rein. Boom. Let's go, Leute. Feiere ich auf jeden Fall, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir hier drei Kisten mit der Ausrüstung drin. Perfekt. Und schon haben wir alles, was wir brauchen, Leute. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist hier vorne einmal die Scantür. Denn die brauchen wir jetzt, Leute. 2, 3, 8, 7. Zack, Code drin. Um hier vorne das alles einmal nochmal sicherer zu machen. Weil mir ist gerade aufgefallen, wie kommen wir wieder raus? Wie kommen wir wieder raus, ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir brauchen halt einen Knopf. Warte mal, Leute. Zack, Steinknopf. Hier, so einen verstärkten brauchen wir. Den platzieren wir hier vorne. Und hier. Boom, boom, boom. Okay, das ist schon ein bisschen umständlich, so rauszukommen. Ich würde sagen, wir machen hier vorne nicht mit Druckplatten das hier rein. Wir werden das die ganze normal einmal austauschen, denn das ist nicht so einfach da reinzukommen. Und deswegen benutzen wir ganz normale Falltüren, aber so Ghost-Falltüren. Zack, zack, zack. Und das ist halt trotzdem gefühlt unsichtbar hier vorne der Eingang. Deswegen sollte eigentlich alles gut sein. Ich hoffe, das ist auf jeden Fall, dass die das nicht entdecken, Leute. So, und hier vorne auch einmal zu und dann zack. Jetzt kann man hier einfach so rein, indem man draufklickt. Okay, ich finde das eigentlich ganz nice. Feier ich, Leute. Dann würde ich sagen, kann man hier so rein und raus. Aber, Leute, damit das natürlich hier noch sicherer wird, tun wir hier unten eine Scantür platzieren. Und diese Scantür ist halt wirklich nur für meine Familie. Wisst ihr was? Wenn Billy hier lang geht, wird sich diese Tür nicht öffnen. Denn diese Tür öffnet sich nur, wenn die meine Augen scannt. Und Billy hat natürlich nicht meine Augen. Er kann meine Augen nicht faken. Das ist...
Das Spiel erkennt das. Die Tür erkennt das mit dem Scannesystem. So, let's go. Wir haben die Tür geöffnet. Oh, kommen wir kaum raus. Okay, aber wir können die Tür auf und wieder zumachen, indem wir sie scannen. Das ist richtig nice. Sehr gut, Freunde. Ich glaube, alles ist eingerichtet, oder? Ja, ich bin schon fertig mit dem Zimmer. Boah, dann lass mich das mal anschauen. Let's go, Leute. Und? Zeig mal her, zeig mal her. Wow, schau dir das an. Hey, dir, ich habe unsere Rüstung da unten schon platziert. Aber das ist auch eine tolle Idee. Lass uns mal hier vorne so eine Diamantenrüstung oder sowas platzieren. Oder so eine Superheldenrüstung. Schau mal, ich werde hier vorne... Alter, ich kann Iron Man werden. Oh, ich gönne mir das. Ich gönne mir das, Leute. Falls mal richtig Stress ist, Leute, dann gönne ich mir den Iron Man-Anzug hier vorne. Und dann werde ich den anziehen. Und dann gibt es richtig Stress mit Billy, ja? Damit werden wir auf jeden Fall gewinnen. Wow, wie cool ist das denn? Oh, okay, seit wann hast du denn so einen coolen Anzug? Tja, aber wir haben hier halt wirklich alles. Wir haben hier sogar eine PS5 am Start mit meinem Buchstaben drauf. Oh ja, okay, das ist deine PS5. Alter, wie nice, da kann ich hier immer zocken. Das ist sogar mein Laptop hier, den kann ich an- und ausmachen. Und zeig mir jetzt dein Zimmer. Okay, guck, ich zeig dir jetzt mein Zimmer. Da ist sogar ein Auto drin. Hey, du hast sogar keinen Führerschein, was machst du? Du darfst doch nicht fahren, pass auf dich auf. Alter, was hast du hier alles reingebaut? Einfach eine dicke Karre hier reingebaut. Einen PC, okay. Und eine PS5 auch noch mit dem Fernseher. Ey, das ist ja immer so ein cooles Zimmer. Oh ja, ich freue mich richtig, Papa. Und jetzt lass mal schauen, ob Billy für seine Familie was Cooleres gebaut hat. Bestimmt nicht ist Billys Kindzimmer besser als meins. Glaube ich auch nicht. Dann lass mal vorbeischauen. Aber bevor wir das machen, müssen wir hier einmal noch ein bisschen was abchecken. Nämlich, ich würde sagen, hier vorne reinzukommen ist ein bisschen zu einfach. Deswegen müssen wir einmal unser Gebiet abgrenzen. Und wir werden hier vorne unser Gebiet abgrenzen mit einem Zaun, Leute. Aber mit keinem normalen Zaun, sondern mit einem Gitterzaun, der elektrisch geladen ist. Schaut euch das an. Wow, der ist bestimmt richtig gefährlich, oder? Ja, wenn man den berührt, dann kriegt man einen richtig dicken Elektroschock. Komm, wir müssen das einmal hier einmal rumplatzieren. Okay, Papa, ich helfe euch. Let's go, Leute. Schnell den Elektrozaun hier rum, damit die hier nicht einbrechen können, ja? Wir müssen aufpassen, dass Billy hier echt nicht einbricht mit seiner Familie. Das wäre nämlich gar nicht gut. Die wollen bestimmt auch so ein cooles Haus. Und dann werden die das hier uns klauen, aber das dürfen die nicht. Deswegen hier einmal zack, zack, zack. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. So, jetzt haben wir einen elektrischen Zaun. Jetzt wollen wir natürlich hier vorne noch einen Eingang. Den würde ich sagen, platzieren wir hier. So, zack. Hier bauen wir so ein paar Eingänge rein. Die kann man natürlich öffnen mit einer Druckplatte. Oder, ich habe noch eine bessere Idee. Schaut mal, wisst ihr was? Wir benutzen hier ein Nummernschloss, oder? Stimmt, dann kommen die hier nicht rein. Das ist eine gute Idee. Und der Code ist 2387. Merkt euch das. Jetzt gehen wir das mal ein. 2387. Und es funktioniert, die Tür geht auf. Let's go, Leute. Ja, das ist hier richtig sicher. Jetzt fühle ich mich hier sicher. Oh ja, let's go, Freunde. Die kommen hier auf keinen Fall rein bei uns im Haus, Alter. Das ist sowas von sicher. Freunde, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal vorbei, ob die Billy-Familie schon fertig ist, weil die Zeit ist ja abgelaufen. Die müssen jetzt eigentlich fertig sein. Okay, lass uns vorbeischauen. Oh, seid ihr bereit? Hey, kommt raus, die Zeit ist abgelaufen. Ganz genau, wir sind schon fertig und unser Haus hier ist für unsere Basis viel cooler geworden als die von euch. Ja, das sage ich auch. Ja, wir sind auch schon fertig. Unsere ist besser. Oh yeah. Hey. Die wollen sich nicht zeigen, weil die noch nicht fertig sind, weil die so schlecht sind wahrscheinlich. Okay. Oh ja, ich bin fertig, geht weg. Hey, hört auf reinzugucken. Ich weiß, dass ihr da seid. Das ist ja mal null sicher, Billy. Komm mal runter. Ey, ist das null sicher? Was natürlich ist das sicher. Oh nein, wir sind jetzt im Survival-Modus. Schaut ihr, seht ihr, Leute, wir sind jetzt im Survival-Modus. Habt ihr gesehen? Oh ja, ihr seid im Survival-Modus und schaut euch das an. Ist diese Base nicht krass? Hier sind die Erdruhen 9000, wo man dort lagern kann ohne Ende. 9000? Was bringt dir diese Erdruhe 9000? Da kann man nur eine Sache reintun. Da ist nicht mal was drin. Erd kann man da reintun. So schlecht. Und die Küche, die stinkt. Und hier ist alles voll mit Spinnenweben. Junge, was habt ihr für ein Haus gebaut? Ich hab Hexe und Erde. Das Wichtigste. Junge, welcher Mensch isst Erde und welcher Mensch lagert Erde in einem Kühlschrank? Billy, erklär mir das. Das stimmt. Das recht. Ich mag's lieber frisch. Oh Mann, Billy. Ich habe keine Ahnung, was mit dir falsch läuft. Aber Junge, dein Sohn, Mann, wenn du so viel Erde und Pupsi isst von Billy, dann wirst du ganz, ganz durchdrehen. Ich sag so, wie es ist. Nein, ich liebe Billys Pups, aber meinen Pups mag ich mehr. Schmeckt dein Pups? Das probieren wir lieber nicht aus, okay? Ich weiß nicht, ob mein Pups schmeckt. Okay, mich würde es auch interessieren. Was? Schmeckt dein Pupo auf? Billy Pups, auf keinen Fall. So ja. Schrecklich habe ich noch nie gesehen. Oh, Papa, die sind echt widerlich. Lass uns hier lieber schnell verschwinden, oder nicht? Ja, wir schauen uns das noch schnell an. Oder? Okay, ich habe dich jetzt gefangen. Was ist das für da unten, Alter? Komm rein! Hä, was ist denn hier gelagert? Hier ist mein Lager. Und hier ist gar nichts drin.
Ich habe kein Geld, um mir irgendwas hier zu leisten. Okay, ich rette dich. Oh nein, rette mich dir. Ich werde hier gefangen von Billy Poops. Okay, komm, ich rette dich. Komm, lass mich hoch. Ich will dein Haus noch zu Ende mir anschauen. Deine Statue, Untergrundstatue. Das ist doch nicht alles, oder? Zack, zack. Natürlich nicht. So, was ist denn hier vorne drin? Lass mal runtergehen. Ich, ist mein Zimmer. Mal schauen. Und, ist es dein Zimmer? Hä? Ja. Warum ist in deinem Zimmer nur ein Tisch und männlich und irgendwie schwimmen? Hier sind überall Spinnweben. Ich nicht mehr. Ich tue hier überall feststecken wegen dir. Spaß, mein richtiges Zimmer ist oben. Guck. Oben, zack, stimmt, zack, da können wir auch noch vorbeischauen. Schaut euch das an. Oh. Hier ist mein Pupsi-Dupsi-Bupsi. Das ist eine Pupsi-Hürde. Oh yeah, und ich schlaf hier mit meiner Frau. Okay, also ich sag dir so, wie es ist, unser Zimmer ist mal tausendmal besser. Im Zimmer hier schläft mein Sohn. Oh Mann, sieht das schrecklich aus. Hier ist alles voller Pupsi. Ich will mir das gar nicht mehr anschauen. Ey, Leute, das geht zu weit, das geht zu weit. Das ist sowas von schlimm, das stinkt hier alles. Ich muss hier raus, ba, 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 ihr geht. Hey, was meinst du? Echt schrecklich, es stinkt hier alles und... Oh nein, okay, lass uns schnell hier raus. Okay, ganz genau, lass hier raus. Okay, Baby, ja, weißt du was? Nee, unsere Statue und Untergrundbar ist viel besser als deine, Billy. Meine Base ist viel besser. Eure Base kann gar nicht besser sein, wenn meine die beste ist. Meine ist nicht die beste. Okay. Doch, ist sie natürlich. Komm, schauen wir uns das mal ganz an, ne? Ja, und dann siehst du, dass unsere besser ist. Oh. Leute, kommentiert alle dazu, wenn meine Basis besser ist. Ey, bitte, weiß ich mal, wie unsere Basis aussieht, aber Freunde, ihr wisst, wie unsere Basis aussieht, deswegen schreibt mal alle eine einzige Kommentare, wenn ihr findet, dass die Team Blau-Familie eine bessere Basis hat, eine bessere Statuenbasis. Oh ja, Leute, alle eine einzige Kommentare, wenn ihr unsere Basis besser findet für die Team Diamanten-Basis, die ist viel besser. Nein, alle dazu, die Kommentare. Nein, eine einzige Kommentare für unsere Sicherheitsbasis. Ey, bitte, du musst sie sehen und nachher kannst du dich entscheiden, okay, aber schau, Freunde, okay, schreibt okay, ihr schon mal. Wir sehen uns schreibt das ihr mal. Schon mal rein, für was ihr abstimmt. Okay, Uchi, ich geh jetzt in deine Base rein. Du kommst doch nicht so einfach rein, die ist super sicher. Oh ja, Papa, damit hat er nicht gerechnet. Richtig coole Idee mit dem Elektrozaun. Ja, aber sowas von. Mann, ihr seid so gemein, ich komm jetzt wieder. Deine Familie hat nicht so eine sichere Base, bei dir konnten wir einfach easy reingehen. Und das war erst das erste Level sozusagen für dich. Danach, wenn du erstmal drin bist, ist es auch nicht so einfach für dich, da reinzukommen. Ja, ich bin mega sauer, Uchi. Das kannst du ruhig sein, aber meine Basis ist trotzdem besser. Also alle eine einzige Kommentare. Wie soll ich denn hier reinkommen, hä? Du musst hier vorne natürlich den Code eingeben. Aber den weißt du nicht. 1, 2, 3, 4, 5, Bitte, weißt du was? 6, ich gebe dir den Code 8, für dich 9. ein, damit du die Basis dir anschauen kannst, weil du ist unmöglich für den nicht herausfinden. Ich bin drin, ja. Ich habe den Code für dich eingegeben. Schau mal, hier vorne ist ein Trampolin für den kleinen Baby. Ich hab den Code gefunden. Let's go. Oh, ich nehme Trampoline. Oh ja. Aber wo ist denn deine Base? Ja, die findest du nicht. Ich habe doch gesagt, die ist super geheim. Die ist hier unten versteckt in der Statue. Aber ich sagte nicht, wo, Billy. Aber unten in der Statue. Oh ja, ganz genau. Vielleicht bei dir. Hier. Nö. Haha, du willst ihn kurz herausfinden. Oh, bruh, er ist herausgefunden. Was ist das? Das ist aber nicht so schwer. Das ist eine Falltür, die kannst du aufmachen, jetzt kannst du da rein, Billy. Das ist eine Falle? Okay, warte mal. Dann vielleicht ja bei... Bei deiner Frau? Das ist nicht eine Falle, sondern eine Falltür. Da kannst du reingehen. Das ist der Eingang. Ach so, ja. Stimmt, so, rein mit dir, Billy. Schnell. So, rein da. Let's go. Zack, zack, zack. Und zack. Nicht schon wieder einen Code, oder? Nee, ja, das ist super sicher. Kein Eindringling kann hier rein. Kein Räuber kann es ausrauben. Das ist wirklich sehr, sehr sicher. Schau dir das an. Ich kann da keinen Code eingeben. Du kommst da niemals durch. Das ist unmöglich für dich. Da kommt wirklich nur Ukri-Familie durch. Die Ukri-Familie kann das mit den Augen scannen. Danach kann man hier durchkommen. Aber du, für dich ist das unmöglich. Ja, wir können das scannen, weil wir alle die gleichen Augen haben, weil wir die Uchi-Familie sind. Wir haben Diamanten. Ich wusste nicht, dass ihr dadurch eine bessere Base habt. Natürlich. Und jetzt schau mal, die Küche hier stinkt zumindest nicht so wie bei dir. Was haben Guck wir hier mal, drin? Diesen Topf ist gar nichts drin. Der kann direkt in den Mülleimer. Wo ist der Mülleimer? Ey, Bini, hör auf damit. Was soll das? Hör auf, uns Sachen kaputt zu machen. Im Schrank ist auch nichts, im Kühlschrank nichts. Alles leer, richtig blöd. Ja, aber wir können den einen Sekunde einkaufen. Oh Mann, das ist das Einzige, was dir gefällt, oder Pupsi zu machen. Das tat gut. Erstmal jedes Klo voll pupsen, das ist am wichtigsten. Ey, und Billy, wie sieht's aus mit Händewaschen? Du hast deine Hände nicht gewaschen. Nee, das mache ich eh nie. Was, dein Ernst? Oh Mann, also jetzt geht's zu weit. Das ist ja eklig, Junge, du darfst in unserem Haus nicht sein. Hier sind überall Bakterien wegen dir. So, nee, ich mach weiter. Also berühre raus alles mit jetzt. Dir. Nein, zack. Das ist eklig. Ich berühre euch. Ey, das ist mein Zimmer. Was sagst du zu meinem Zimmer? Was sagst du zu meinem Zimmer, Billy? Komm, hau raus.
0 von 10. 0 von 10? Hey, was ist das denn? Zack, hey, hör auf, meine Rüstung zu klauen. Oh, die sieht ja cool aus. Boom, boom, das ist boom, meine Iron-Man-Anzug-Rüstung. Oh, ich bin hier mega krass. Oh, nein, die, oh, durch. Nee, die behalte ich jetzt. Nee, die behältst du nicht, Alter, weil ich werde dich erledigen und dann wirst du nicht mehr haben. Billy, guck mal, hier ist das Zimmer von meinem kleinen Sohn, Mann. Das ist viel besser als das von Billy Poops. Ja. Das klingt echt krass. Okay, euer Sohnemann kann, ist der Einzige, der bauen kann. Okay, Billy, jetzt sag mir mal, welche Bar ist besser, unsere oder deine? Warum gibst du jetzt, unsere ist viel besser? Also, ich bin, soll ich ehrlich sein? Ja. Mann, ich muss ehrlich zugeben, dass meine Base um Weiten besser ist. Deine Base um Weiten besser, also... Ja, es tut mir ja leid für Familie, euch, kommt hier unten rein, kommt hier unten rein, ihr wisst ja den Code, kommt hier unten rein. Wir werden jetzt ein paar Sachen erledigen, die erledigt werden müssen. Ja, so. Weg mit euch, tschüss. Billy, es tut mir leid, aber dafür, dass du so frech warst zu meiner Familie und nicht zugibst, dass meine Basis besser ist, obwohl die viel, viel besser ist, deswegen Leute, alle nochmal einzelne Kommentare, werden wir jetzt den Billy verfolgen und dann werden wir ihn erledigen. Dir, komm, schnapp dir auch ein Schwert. Oh ja, wir werden ihn erledigen dafür, dass er nicht zugibt, und wir haben gesagt, der gewinnt, kriegt eine Belohnung von 1 Million Diamanten. Wo sind die Diamanten jetzt? Ganz genau, Leute, Billy hat uns geprankt, deswegen müssen wir jetzt... Yeah. Ey, hast du das Auto geklaut? Ich hab das Auto vom seinen Sohn geklaut. Du kaufst doch nicht wirklich das Auto von einem kleinen Baby. Wie kann man so fies sein? Oh nein, Leute, jetzt krieg ich ihn doch. Ich klaue alles. Ich hab sogar den Monitor und den PC geklaut. Du Fiesling, bleib stehen. Was? Uwe? Bist du das? Nein! Komm her! Er hat mich überfahren. Jetzt gibt's Rache, Billy. Oh nein, nein, nein. Komm her, komm, Billy. Trau dich doch. Trau dich doch, vereist. Haha. Und jetzt? Boom, ciao, ciao. Doppelsprung. Nimm das, Billy. Nimm das. Zack, zack. Das macht echt gut Schaden. Muss aufpassen, Freunde. Und boom. Jetzt alle, die kommt alle die Familie drauf da. Jetzt haut er ab, ne? Jetzt haut er ab. Was? Fußsexy und zack, zack. Jetzt haut er ab, bleib stehen. Du hast keine Chance. Ich hab ein Schild. Alle, zack, drauf da. Ich krieg dich, ich krieg dich. Oh, du hast keine Chance. Du hast. Zack, zack, aua. Zack. Oh nein, er ist echt nicht schlecht, Leute. Deine Frau kriege ich auch. Boom, boom, boom. Das, du Pups, Junge. Ey, hör bitte vereisen, ich kann mich gar nicht bewegen. Jetzt reiß, jetzt geh weg mit dir, Alter. Gib uns unsere Sachen wieder. Okay, Freunde, ich würde sagen, lasst Like, Daumen wieder, aktiviert die Glocke und drückt jetzt auf die nächste Folge und schreibt in die Kommentare, welche Familie gewonnen hat. War unsere Start von Bars besser oder die von Billy? Unsere war bei Weitem besser, deswegen eins in die Kommentare. Hashtag Team Blau, Leute. Und jetzt alle in die Billy, Leute. Oder drückt auf die nächste Folge. Billy ist echt, das ist unmöglich. Das ist unzerstörbar, Iron Man Anzug. Oh nein, gar nicht gut. Drückt auf die nächste Folge und checkt unser Merchandise ab. Ciao, ciao. Ey, unser war sowas von viel besser, Alter. Wir haben so gut gebaut und da gibt's nichts zu. Abonniert mich, bitte. Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao, ciao.